So, liebe Leute, wir führen jetzt tatsächlich durchs Programm und haben den ersten Starredner da. Wir sind richtig, richtig stolz, den Topsulti begrüßen zu dürfen. Ich habe mal ihn persönlich kennenlernen dürfen, weil ja doch da einige Gerüchte kursieren und ich kann sagen, er ist ein total lieber Kerl. Ihr kennt ihn vielleicht auch als den Silberjungen. Ich bin stolz, dass wir ihn hier begrüßen dürfen und bitte um einen riesigen, riesigen Applaus, Thorsten Schulte! Ein Servus nach Österreich, ein Servus zur bayerischen Staatsgrenze. Ich finde es alleine schon unglaublich, dass man hier die Grenze versperrt hat und dass wir uns nicht vereinigen können. Wie schön wäre es gewesen, wenn Deutschland und Österreich sich jetzt hier die Hand reichen könnten. Und wir Deutschen sind mit unserer Bundeskanzlerin, glaube ich, genauso leidgeprüft wie ihr mit eurem Bundeskanzler Sebastian Kurz. Vor 3 Wochen fand ich es ganz toll. Manuel, Daniela, ich glaube, der Alexander Ehrlich steht ja auch. Der Thomas war natürlich da. Ganz viele waren in Wien bei der großen Demo. Es war mir eine Ehre, dort in Wien sprechen zu können. Und man hat mir gesagt hinterher, es war die größte Demo seit ca. 20 Jahren. Das ist aber vor allem der Verdienst der Österreicher in Wien vor 3 Wochen gewesen. Und ich finde es toll, dass ihr alle hierher gekommen seid. Und das wird nicht das letzte Mal sein. Und schaut mal, mir tun die Polizisten ehrlich gesagt leid, was sie in den letzten Monaten machen müssen. Und ich wäre, wenn ich Polizist wäre, ehrlich gesagt nicht in der Lage, es mit meiner Psyche zu verantworten, was ich hier den eigenen Menschen antun muss. Ich finde es ein Unding, wie wir momentan umgehen mit denen, die einfach ihre Freiheit und Selbstbestimmung verteidigt wissen wollen. Und wir machen weiter für die Freiheit, für unsere Selbstbestimmung. So wie John F. Kennedy am 27. April 1961 gesagt hat, der Mensch muss das werden, wozu er geboren wurde, frei und unabhängig. Und schaut mal, ihr Österreicher, und jetzt werde ich auch zur anderen Seite mal gucken, ihr kennt doch den Gesundheitsminister der Bundesrepublik Deutschland, der heißt Jens Spahn. Und der bekommt jetzt einen neuen Mitarbeiter. Das ist der Ehemann des Professors der Uni Bonn von dem Herrn Streeck. Dieser Nepotismus, diese Vetternwirtschaft, die Lobbyisten, die hier auf uns lauern, denkt an Jens Spahn, die ja eine GbR gegründet hat. Nur aus einem Grund, um die Gesellschaft dazu verheimlichen. Und diese GbR hat Eintrittskarten praktisch verkauft für Gespräche mit Bundestagsabgeordneten und Ministern. Ich sag das mal so zugespitzt. Und dieser Mann wusste, was er tat, weil er hat diese GbR verheimlicht. Das ist dann 2012 aufgeflogen. Uns regieren nicht nur Dilettanten wie Jens Spahn, ein Bankkaufmann. Ich darf das sagen, so respektierlich, weil ich selbst Bankkaufmann und Sparkassen-Mitglied bin. Sondern uns regieren auch Lobbyisten. Uns regieren die Konzerne. Das Geld regiert die Welt. Und ich finde, wir müssen das ändern. Wer sich impfen lassen will, der soll sich bitte schön impfen lassen. Aber ich lasse mich von keiner Regierung zwingen. Und ich lasse mich auch von keiner Lufthansa, von keiner Fluggesellschaft der Welt und von keinem einzigen Privatunternehmen zwingen, mich impfen lassen zu müssen. Ich bin für die Impffreiheit in diesem Land. Ob in Deutschland, in Österreich, in Europa und der Welt. Und ich bin der Meinung, wir können die Impffreiheit, wir haben in Deutschland bereits seit dem 1. März 2020 eine Zwangsimpfung aufgrund des Masernschutzgesetzes, vergesst das nicht. Und jetzt gehen Sie sehr geschickt vor. Noch Ende 2020 hat unser Bundestagspräsident Schäuble gesagt, dass wir keine Privilegien für Geimpfte einführen dürfen. Aber er hat auch gesagt, dass es jetzt noch nicht die richtige Zeit sei. Und das war damals bereits verräterisch. Und jetzt hat Angela Merkel, die Kanzlerin, am Dienstag bereits sich geäußert in einem AfD-Interview. Und da kam das bereits anders. Da hat sie bereits ganz eindeutig in Erwägung gezogen, dass es in Zukunft Privilegien für Geimpfte geben soll. Und diese Politik, diese Leute, die uns ein X-Lu vormachen, die uns in der Geschichte führen, denen müssen wir die rote Karte zeigen. Yeah.
habe gerade gesagt, ich bin für die Impffreiheit. Ich bin dafür, dass die Menschen frei und unabhängig sind. Ich bin auch dafür, dass wir das Bürgergeld schützen und den Sumpf der Finanzelite trockenlegen. Ich bin dafür, dass die Lobbyisten nicht mehr weitermachen können. Amazon, nur dass ihr das mal gehört habt, hat wie Facebook 18 bis 19 Millionen Dollar im letzten Jahr ausgegeben für Lobbyarbeit nur in Washington D.C. Das muss aufhören. Und wenn wir wollen, dass Konzerne wie Amazon endlich auch dort Steuern zahlen, wo sie die Gewinne machen, wenn wir für die Impffreiheit sind, wenn wir für das Bargeld sind, wenn wir den Lobbyismus trockenlegen wollen, wenn wir insgesamt für die Freiheit eine Massenbewegung gründen wollen, dann lasst uns die Hand reichen und für Volksentscheide auf die Straße gehen, weil wir nur mit Volksentscheiden diese Fremdbestimmung beenden können. Darum bitte ich euch. Ich soll an dieser Stelle kurz den Bernd Beierlein ausrufen. Komm bitte mal kurz zu uns, Bernd Beierlein. Bitte einmal herkommen. Ja. So. Und ich soll ja heute nicht so lange sprechen, aber ich habe auch 750 Kilometer zurückgelegt, deshalb bin ich froh, hier zu euch sprechen zu können. Ja. Aber was ich euch sagen möchte, ist, hier stimmt doch etwas nicht. In diesem Land, in Europa, in der Welt ist etwas faul. Und wie komme ich darauf? Wir werden in der Geschichte geführt. Hier habe ich ein Taschenbuch, das ist aus dem Jahre 1969. Das Ganze ist eine Becksche Bücherei mit 20 Bänden. Und damals hieß es noch, zur Pandemie, dass man von einer Pandemie dann sprechen könne, wenn die Mehrheit der Menschen befallen sei. Das steht hier in diesem Buch. Wenn die Mehrheit der Menschen in einem Land oder die Mehrheit der Menschen weltweit befallen wäre. Heute haben wir eine ganz andere Definition. Und warum? Damit man heute bereits von einer Pandemie sprechen kann, was man auf dieser Basis gar nicht hätte machen können. Denn Pandemie, das hört sich doch richtig angstanflößend, richtig furchterregend an. Und das bezweckt man damit. Man will uns Angst machen, damit wir über diese Angst alles mit uns machen lassen. Auch dass beispielsweise Polizisten Ausgangssperren durchzusetzen haben in unserem Land, dass Läden geschlossen werden, obwohl Jens Spahn noch am 1. September verkündet hat, dass wir vieles anders machen würden, nicht mehr wiederholen würden, vor allem nicht den Einzelhandel und die Läden schließen würden und dann vergehen nur wenige Wochen und diese Regierung macht die Läden wieder zu. Leute, denken nach, es sind die Widersprüche unserer Zeit, es sind die Widersprüche der Regierenden, die uns in die Fichte führen. Und sie machen uns gerade Angst, weil sie über die Angst uns gefügt machen. Und so wird die Pandemie heute anders definiert als vor 30, 40, 50 Jahren. Und die Weltgesundheitsorganisation definiert heute die Herdenimmunität anders als noch vor 9 Monaten. Wir werden überall in der Geschichte geführt. Und deshalb müssen wir zu den Menschen, mit den Menschen reden. Wir müssen ihnen diese Widersprüche unserer Zeit aufzeigen. Und wir müssen alles tun für die Freiheit und Selbstbestimmung, für das Bargeld und für die Impffreiheit. Dafür, dass die Konzerne genauso und ich hier Steuern zahlen müssen, dass der Sumpf der Lobbyisten trockengelegt wird und dass wir endlich wieder Regierungen haben und Politiker, die uns dienen, die den Menschen dienen und nicht sich selbst oder ihre eigenen Konzerne. Und deshalb möchte ich hier jetzt von der Bühne gehen und ich möchte mit den Worten von Karl Jaspers etwas sehr Wichtiges, was mich bewegt, was mich leidet seit Jahren, euch mit auf den Weg geben. Karl Jaspers hat 1958 gesagt, Friede ist nur durch Freiheit, Freiheit nur durch Wahrheit möglich. Daher ist die Unwahrheit das eigentlich Böse, jeden Frieden vernichte. Die Unwahrheit, von der Verschleierung bis zur Gelässigkeit, von der Gedankenlosigkeit bis zum doktrinären Wahrheitsfanatismus, von der Unwahrhaftigkeit des Einzelnen bis zur Unwahrhaftigkeit des öffentlichen Zustands. Sebastian Kurz, Angela Merkel, hört auf, uns in die Geschichte zu führen, wenn wir nicht wahrhaftig, so wie wir wahrhaftig sein wollen. Für den Frieden, die Freiheit und die Wahrheit, lasst uns dafür eintreten, heute und in den kommenden Monaten und Jahren. Und immer zu, ich danke euch, alles Gute euch und Gottes Segen. Abfangs Max, lieber Thorsten, ich sage mal vielen Dank für diese Worte und du hast mir schon bewusst sein. Wir brauchen genauso Leute wie dich, mit diesem Mut, mit dieser Stärke, was zu machen. Weil du musst sagen, du exponierst dich und so Leute wie dich brauchen.